So, hallo, herzlich willkommen beim Kreuzweger. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Herr Jürgen Schick und wir zeigen jetzt unsere kleine Bäckerei, oder, die wir letztes Jahr grundsaniert haben. Und haben uns gedacht, wir machen ein kleines Kaffee dazu, das auch gut genutzt wird. Und haben 11 Sitzplätze circa für die Kundschaft. Und in der Mitte haben wir ein kleines Regal mit Handelsware. Das soll der Laden ein bisschen abgrenzen, damit die Kaffeekunden hinter in Ruhe Kaffee trinken können und nicht vom Verkaufsgespräch gestört werden. Ja, wie man sieht, haben wir jetzt hier ein schönes Holzbretzel als Deko, das ein Künstler aus Karlsruhe gemacht hat. Daneben hängt der Meisterbrief. Dann geht's weiter, dann sehen wir hier die Zeitschriftabteilung für unsere Kundschaft. Und für die Kinder haben wir noch eine Eistruhe. Dann haben wir für die Kaffeemaschine, ja, wo verschiedene Sorte Kaffee machen können. Vom Espresso bis zur Latte Macchiato und Cappuccino und so weiter. Dann haben wir noch für unsere Raucher noch ein Angebot für Zigarette. Und dann haben wir hier die Kühltheke und die Tortetruhe für die, hauptsächlich fürs Sonntagsverkauf. Hier sehen Sie das Richten von Kuchenplatte. Wir machen auch gemischte Kuchenplatte auf Wunsch oder Partybrötchen, Spezialbrote, alles machbar. Dann sehen wir weiter die Theke mit dem ganzen Kleingebäck, Dauergebäck, Kuchen und so weiter. Wird alles selbst hergestellt draußen in der Backstube. Dann geht es weiter mit Brotregal. Wir haben verschiedene Brötchensorte, normale Brötchen, Brezel, Roggenbrötchen, dann halt verschiedene Brotsorte, wie man sieht, je nach Wunsch des Kunden. In der Mitte steht die große Brotschneidmaschine, da kann man das Brot schneiden in verschiedene Größe. Kann man die Größe einstellen, die Breite von der Schnitte. Und ja. Ich bin doch Etta Attersoy. Früher habe ich mal Obst und Gemüse gehabt in Reilingen. Und ich kenne doch Familie Schick über 20 Jahre. Komme ich hier auch gern. Und das ist eine ganz nette Familie. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Also empfehle ich von jedem. Und hier schmeckt es immer gut? Ganz genau. Da, wenn Sie hier was kaufen und einer steht, brauchen Sie nicht hingehen, weil es schmeckt großer Unterschied. Und egal was kaufen, können Sie ein paar Tage aufheben. Oh. Das ist wichtig. Ja, als Qualität. Ganz genau, ja. Und haben Sie auch Sonderwünsche und bekommen die dann gemacht? Ja, ja, gern. Immer. Wenn ich einen Tag, zwei Tage vorher was bestellt, habe ich immer bekommen. Freut mich. Vielen herzlichen Dank. Danke auch, gell?